So, Beschussphase. Die Glotkin haut ihren Pestilent Torrent auf den Squeak, der vor ihr steht. Oder halt auch nicht. Und der Blob Rotspawn möchte die Leute da einmal schön ankotzen. Mit D3. Ja, genau die. Mit 2 Attacks. Auf die 4. Und auf die 2. Oh. Rent minus 2 Damage D3. D3. 3 Schaden. So, Ende der Phase, da die Goblins Schaden erlitten haben in dieser Phase, erleiden die jetzt auf eine 2 plus noch D3 tödliche. Was soll das? Was soll das? Gut, ja. Das wäre nicht sowas einmal mehr. Dann kommen wir schon wieder in die Nahkampfphase. Der Blob Rotspawn möchte auf die Hüllensquicks chargen. Beziehungsweise möchte chargen einfach. 7 Zoll. Da kann der, glaube ich, sogar hier komplett reinpeilen. Hm. Ja. Hm? Ja. Gut. Crush. Die Putrid Blight Knights, Kings, die wollen chargen. 3 Zoll, das wird überhaupt nichts. Der andere Putrid Blight King Trupp möchte chargen. 8 Zoll, das könnte was werden. Dann messe ich doch mal eben nach. Die Putrids haben es bis dahin geschafft, sind bis auf ein halbes Zoll dran. Die Blackbearer hier möchten nirgendwo rein chargen, weil die Granzen und nicht innerhalb von 7 Zoll und einem tollen Baum sind. Die Nörglings da hinten möchten allerdings noch rein chargen in die Ballisten. 9 Zoll. Yay, das sollte genau passen. Schön. Dann peilen wir jetzt mal ein bisschen und danach kloppen wir uns. Uns ist gerade mal aufgefallen, dass hier in 3 Zoll doch eine chargebare Einheit gewesen wäre. Dann hätte Squeak hier. Deswegen habe ich die Putrid Blight Kings reinbewegt und die Putrid Blight Kings hauen dann auch direkt mal zu. Gepeilt sind die schon. Und ich zähle jetzt mal ein paar Würfel, weil die haben ein paar mehr Attacken. So, die haben so ein paar Attacken. Jede 6 verursacht D6. Oh. Ich sortiere mal hier eben aus und lasse die 6 aber liegen. So, es sind 3 Sechsen dabei. Die würfel ich jetzt nochmal, wie viele Treffer die machen dann. Solide 11 Treffer nochmal. Dann nehme ich nochmal 7 Würfel dazu und dann verwunde ich gleich. Ich möchte mich entschuldigen, es waren 8 Würfel. Ich tut ihm weh. Und jetzt verwunden die auf die 3. Ja, ich sortiere das mal aus. Grant haben die nicht, Damage 1. 11 Verwundungen sind durchgekommen, jetzt kommen die 11 Schutzwürfe auf die 5. Zum Schluss. 1, 2, 3, 4. Ach, schon erledigt. Der hat nur 5. Jetzt weißt du, warum ich gesagt habe, dass mein zweiter an der Liste fieser ist. Ja, gut, ich meine, gegen kleine Goblins ist alles fiese. Welche Einheit möchtest du denn aktivieren? Dann aktiviere ich ihn hier, weil ja, er ja innerhalb ich von... Ich habe das Gefühl, dass das dem Blobs Rotspawn nicht mehr so doll geht. Nee. So, Patch, der ist drin. Dann kriegt er 6 Attacken. 3, 6 auf die 2. Oh. Oh. Vielleicht geht's dem doch noch gut. Auf die 3. 2 mit Rent minus 1. Also 2 5er Schutzwürfe. Mhm. Einer steht. 2 Damage. Gut. Und dann nochmal die 2 W6. Ja, das hat nur 6. Auf die 4. Auf die 3. Minus 2. 3 Stück mit minus 2. Mhm. 4er hat er normal, dann hat er jetzt noch einen 6er. Nope, nichts. Und 3 Damage hier, also 9. 9 Damage! Dann hat er noch einen Lebenspunkt. Dann, ja. Markiere ich jetzt meine Lebenspunkte. Ja, nicht und dann kommen noch die Goblins hier oben draufsetzen. 4 Attacken auf die 5. Nichts! Nichts! Yay! Ja, dreimal dürfte Rat mir nicht als nächstes aktiviert und Blob spawnen. Jetzt muss ich allerdings mich mal kurz in der Tabelle zurückfinden erst. Ich habe gerade erfahren, da ist ein Netz drin, das heißt, ich treffe um 1 schlechter. Ich schlage trotzdem mit meiner Sense in diesen großen Nachtgoblin-Squatter rein. Auf die 4 treffe ich dann jetzt. Das sind 2 Treffer. Und ich verwunde auf die 3. Das sind 2 Verwundungen mit Rent minus 1 und jeweils 2 Damage. So, die haben Schilde, Schutzwurf von 5, das heißt auf die 6.
Nö, 2 Damage. 2 Damage each, also 1, 4 Tote, ne? 2, 3, 4. Dann kommen die Claws noch hinterher. Ich habe ja jetzt nicht angekündigt, woran die Claws schlagen, von daher gehe ich davon aus, dass klar ist, dass sie auch da reinschlagen. Mhm. Die hätten grundsätzlich 3 Attacken durch den Glotkin, die Glotkin eine Attacke extra. Die treffen auf die 4, also jetzt auf die 5. Einer. Und Ruppballer, verwunden auf die 2. Eine Verwundung mit Rand minus 1, einen Schaden. 6 plus. Jo. Der steht. So, dann darfst du die nächste Einheit aktivieren. Dann aktiviere ich hier die Squeaks. Gut. Und zählst erstmal wahrscheinlich die Waffe, ne? Genau. So, die Squeaks, 5 Attacken. Treffen normal auf die 5, weil hier die Triber in der Nähe sind, auf kriegen die plus 1, also auf die 4. 2 Treffer. 2 Treffer. Verwunden auf die 3. Einer. Rand minus 1. Also ein 5er Safe. Der steht nicht. D3 Damage. Ja, der ist ja sowieso also, tot. Also hat er nur einen. Okay. Ja, er hatte nur noch einen, yeah. Damit ist der Blobspawn tot. Oh. Schade, Schokolade. Hast du gut gemacht. Bravo, Squeak. Ja, meine nächste Aktivierung sind die Putrides. Ich peile die mal rein. Die Putrides sind drin. Einer schlägt auf die beiden Treiber und 2 Stück schlagen in den Truppen. Die haben ja wieder minus 1 Treffen, weil ihr wieder 2. Ja, genau. Der eine, der in den Squad hinein schlägt, hat auch minus 1 Treffen, ne? Welcher? Der hier? Ja, genau. Nee, das der ist nicht? Ja hier in 2 Zoll nur Umkreis. Ach so, okay. Ja, das sind ja nur hier die. Gut, dann hat der Two-Hit auf die 3. Jede 6 generiert D6 extra Wunden. Na, da muss ich noch eine wieder dazu tun. So, und 5 mal auf die 3 verbunden. Oh, der ist. 4 Verwundungen, 4 Schutzwürfe. Auf 4, die hast du gehauen, ne? Ja, genau. Nö. Tschüss. Wir haben ja nur eine. Ja, tschüss. Und dann haben wir die anderen beiden. Die müssen jetzt leider auf die 4 treffen. Keine 6! Und auf die 3 trotzdem verwunden. 2 Verwundungen. 3 Verwundungen. Der rennt? Ohne Rent. Also auf die 5. 2 Tote. Gut, dann darfst du deine nächste Einheit aktivieren. Peile ich mal rein. Gut. So, dann schlage ich die Netzskizze zu. 3 Attacken. Verwunden auf die 4. Treffen auf die 4. Treffen auf die 4, genau. Das sind 3 Stück. Verwunden auf die 5. Das sind 2 Stück. Kein Rent. Dann Safe von 4. Beide stehen. So, dann die mit ihrem Pork-Sperr. Mit ihren Sperren. Eine Attacke. Treffen auf die 5. Der Grüne ist vom Chef, der trifft auf die 4. Autsch. So, 3 Stück. Normal verwunden die auf die 4, aber da es noch über 30 sind, kriegen die plus 2 auf den Verwundungswurf drauf, also auf die 2. Rent, wahrscheinlich nicht. 2 Vierer Saves. Einen Schadenspunkt gibt es tatsächlich für den Trupp. Unglaublich. Ich aktiviere als nächstes die Drohnen. Und da zähle ich erstmal wieder Würfelchen. Stimmt, die haben wir ja auch noch. So, die Drohnen schlagen wieder mit der gleichen Bewaffnung zu. Nur diesmal alle 3 nach dem Reinpeilen. To hit auf die 4. Und to wound auf die 3. Das sind alle. Damage von 1 nur. Rent? Keiner. Kein, also auf die 6. 3 Stück. Ja. Dann kommen die 3 Venomous Stings. Die treffen auf die 4 und verwunden auf die 3. Das sind 2 Treffer mit Rent minus 1 und D3 Damage each. Das sind nochmal 4 Tote. 1, 2, 3, 4. Und dann haben wir noch die Schwerter von den Reitern. Das sind 3 Treffer. 2 Verwundungen ohne Rent mit einem Damage. Auf die 6. Ihr wollt sterben. So, welche Einheit möchtest du aktivieren?
Ja, dann nehme ich hier die Speerträger. Und Ballisten. Dann peilen wir die mal rein. Ja. So, drei Attacken. Auf die 5, auf die 5. Einer. Ein 6er Safe. Ein Schadenspunkt für einen Nurgling Space, der aber vollkommen egal ist, weil er gleich eh wieder removed wird. Ja, dann dürfen die Nurglings jetzt zuschlagen. Jetzt muss ich erstmal reinpeilen und wirklich Würfel zählen, weil das sind 6 Schwärme. So, 4 Nurgling Spaces schlagen auf die 3 zu und 2 Stück auf die anderen. Auf die 5, auf die 5. Ja, das suche ich mal raus. Und auf die 5 winnen. Eine. Ja, eine. Ja. Mach die Nummer neu. Eine. Rennt nix, ne? Ne. Nö. Und ich habe mich gerade ein bisschen verguckt. Auf die da hinten kann nur noch einer zuschlagen. Auf die 5. Auf die 5. Nichts. Dann darfst du jetzt deine letzte Einheit im Nahkampf aktivieren. Hm. Du hast ja nur noch eine. Ja gut, die dürfen jetzt ja auch noch mal zuschlagen. Ach ja, stimmt. Die dürfen auch noch. Und dann hier die noch, ne? Ja. Dann machen wir die eben 3 auf die 5 auf die 5. 2. Richtig interessanter Nahkampf. Auf die 5 auf die 5. Aber ist eh egal, Regel. Steht aber sogar. Regeneriert der eh. Ja. So, dann habe ich hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück. 3, 6, 7, 8. Der trifft ja wieder besser. So, auf die 5, auf die 4. 3. 3 und der auf die 4. Der trifft hier um 1 besser. Und auf die 5. 3 Stück. 3 5er Saves. 3 5er Final Pains. 2 Schadenspunkte für eine Black Drone. Das heißt, sie hat noch 3 Wounds. Yeah. Yay. Ja, der Trommler. Gut, dann mache ich mal hier. Sind 2, 4, 6, 8, 9. Bravery Check. 3, 12. Nein, der hat 12. Bravery haben die 4, haben die 6, verliere ich nochmal 6. Boah. 4, 6. Ende der Phase, auf die 2 plus bekommen die nochmal die 3 tödliche. Wieder eine 1. Gott, was soll denn der Scheiß? Du hast da genug reingemacht. So, dann hier. 5 plus 8 Verluste. 2, 4, 6, 8, 9. 14. 14, ja, aber ich hab, die haben eine... Von 4 hatte ich gesagt, ne? Ja, ich meine. Plus die Standarte haben wir eine 6. Ja, genau, 4 plus 6. Was hatte ich? 7, 8, 9, 10. Ich verliere schon da jetzt. 2, 3, 4. 9 Stück, 5er Moralcheck, 14. Was für ein Moral dazu? 6. Dann verlierst du 8 Modelle. So, okay. Heftig, heftig. Heftig, heftig. Und jetzt machen die Nörglinge noch bei einer 2 plus eine tödliche Verwundung für die dort vorne. Ja, für welche? Für den 2er Squad. Nur die Einheit, die ich angekratzt habe. Ja. Wieder eine 1. Tolle Sache, wie gut ich würfel. Und dann sind wir jetzt bei Nachtgoblins Zug 2. Runde 3, Nachtgoblins. Genau, so, er macht seine Befehlsfähigkeit auf ihn, dass er Doppelschaden macht bei einer 6. Haben wir vorhin verpennt, um das kurz anzusagen, ja. Aber wir haben auch verpennt, dass die Glotkin zweimal die 3 Lebenspunkte einnimmt. Genau. So, dann Bewegungsphase. Er bewegt sich 3 bis 6 Zoll. Das sind 9. 9 Zoll. Da geht er mal hier hin. Die stehen einfach so. Ja, dann war das meine Bewegungsphase. Dann kommt die Schussphase. Die zwei verbliebenen Bogenschützen. Die zwei verbliebenen Bogenschützen. Auf die grün ist wieder der, ja. Trifft eins besser. Also auf die 4, auf die 5. Einer. Nö. So, die beiden Speerschleudern zusammen auf den Glotkin. Auf die 3. Trefferwürfe darf ich ja wiederholen. Ne? Ja, genau, das ist ein Charakter. Genau. Ja. Auf die 3. Minus 2. Dann habe ich 3 5er Saves. Einer steht, zweimal die 3 Schaden. Das könnte das Ende der Glotkin bedeuten. 2. Also 2, Entschuldigung.
Das ist das Ende der Glotkin. Die Glotkin fällt. Nicht so toll, dabei ist die doch so schick. Guck mal, wenn die dich so anschmachtelt, so, ja, dann muss sie sofort aus dem Tierheim wieder mitnehmen. Sieht aus wie der Runko von Episode 6 oder so. Gut, dann sind wir schon in der Angriffsphase. Dann sagen die einen Angriff auf die an. Ja. Abwehrfeuer! Ja, sind sie drin. 10 Zoll, das schafft locker. So, die sind ja da drin. Die sind da drin. Die sind da drin. Wunderbar. Dann würde ich auch mit dem Dicken anfangen. Okay. Ist ja klar. Ist ja klar, dass ist der ist ja klar. 6 Attacken hat der kleine süße Rote. Kleines Wuffchen auf die 2. Und auf die 3. Minus 1. Viermal auf die 5. Keiner. 2 Damage each. 2 Damage each. Dann sind wahrscheinlich jetzt 2 Putrid Blood Kings tot. Nur 2? 4 Wounds. Ja, 2 Stück nur. Oh. Gut, dann hat er die D6 Attacke. 6 wieder? 6 auf die 4. War da gerade eine 6 bei? Nee, ne? Ich habe nicht drauf geachtet, muss ich leider sagen. So. Aber der Schaden ist verdoppelt, hast du da dran gedacht? Das meinte ich. Das meinte ich ja, war da gerade eine 6 bei, ist egal jetzt. So. Da ist ein 6 bei. Ja, aber beim Verwunden. Ist doch beim. Ach ne, war beim Treffen jetzt. Das ist jetzt verbunden. Keine 6 dabei. Keine 6 dabei, aber 4 Stück minus 2. 4 Stück mit minus 2, also 4 6er Saves. Keiner steht. 3 Flat. Also 3 6. 3 Damage Flat. 12 Schaden, dann sind alle 3 Putrid Blood Kings tot. Die Dinger sind echt biestig, muss ich mal so sagen. Und schon wieder sieht das Spiel ein bisschen anders aus. Stimmt allerdings. Ich aktiviere dann die Putrid Blight Kings und zähle ein paar Würfel aus. So, 3 von denen schlagen auf die Nachtgoblins, 2 schlagen auf die Höhlen-Squigs. Die 3, die auf die Nachtgoblins schlagen, treffen um einen schlechter, sind allerdings immer noch gebufft von der Glotkin vorhin. Die treffen dann jetzt auf die 4. Und verwunden. Ich möchte nochmal werfen. Nicht, weil die so furchtbar hab schlecht auch getroffen haben, was vergessen, sondern weil ich die 6 verpennt habe. Eine 6 ist dabei, einmal die 6. Die bleibt bei einem. Gut, den einen Einser lasse ich dann liegen. Ja, jetzt habe ich viel schlechter getroffen. Hat sich gelohnt. So, und auf die 3. 4 Verwundungen gegen die Nachtgoblins. Brennt? Keiner. Auf die 5. Das sind 4 Tote. Jut. Und dann kommen noch die beiden Putrid Blood Kings auf die Höhlen-Squigs. Die treffen ganz normal weiterhin, also auf die 3. 6 generieren auch da Extra-Treffer. Ah, schön! 9 Extra-Treffer, ne? Ja. Würde ich mal behaupten. Und 2 Stück fallen raus. So, das ist eine ganze Handvoll. Ich glaube, die Höhlen-Squigs können sich von ihrem Leben verabschieden. Auf die 3. Das sind 6, 9, 10 Stück. 10 Verwundungen. Dren? Keiner. Auf die 6. Joa, die haben 2 Wunden. Ja, alle 10 sind durch. 5 Tote. Schön. Aha. Und ich habe meine Fanatics vergessen. Das ist nicht so toll, weil sie eben nachmachen. Du hast sie ja noch nicht aktiviert, die Jungs. Na gut, dann würde ich sie nachmachen. Ja gut, dann machst du eben nach. Hol deine Fanatics. Wo sind sie? So, die Fanatics springen 1 Zoll von der Einheit weg raus. Das sind 6, das sind 5 Stück. Dann greifen die an. Sind ja innerhalb von da drin. Dann aktivierst du die auch. Dann aktiviere ich die auch, natürlich. Die haben glaube ich einen 3 Zoll Radius. So. Dann haben wir. Ich zähle mal den Würfel. Das könnten einige sein. So, die haben die 6 Attacken. Das sind 3, 6, 10, 16. Verwunden auf die 4. Die treffen auf die 4 so. Und verwunden auf die 3. Rent minus 2. Oha. Das sind 2, 4, 6 Stück. Machen die multiplen Schaden? D3.
Oha. 6 mal auf die 6. Einer. 5 Stück darfst du dann. 5 D3. 3, 6. 3, 6. 6. Dann haben wir nochmal 2. Und nochmal 6. 2, 4, 6. Nochmal 6. Alles gesagt. Was? 3, 6. 2, 4, 6. Also 12 insgesamt. 12 insgesamt. Dann. 4. Er bleibt stehen mit seinem Einlebenspunkt und dann sterben 3 komplette. Okay. Oh, das war jetzt aber hart. So, dann aktiviere ich als erstes die Nurglings dort hinten. Mhm. Und zähl mal Würfel und peile die nochmal besser rein. Ja.